Und weiter geht es mit dem chinesischen Horoskop heute mit dem 9. Tierkreiszeichen, dem Affen. Die Affen machen ihrem Namen alle Ehre. Sie sind gern unterwegs und betätigen sich sportlich. Körperlich und geistig bleiben sie in Bewegung. Er ist geprägt von außerordentlicher Intelligenz und Scharfsinn. Und er liebt, Probleme zu lösen. Seine positiven Eigenschaften sind Ehrgeiz und Humor. Die negativen Eigenschaften sind Neid und Hochnäsigkeit. Nach außen wirken sie sehr selbstbewusst, höflich und kontrolliert. Der Affe ist auf seine Qualitäten stolz und teilt es seinem Umfeld auch mit. Er ist humorvoll, gastfreundlich und großzügig. Ordnung ist für ihn von großer Wichtigkeit, wie im Haushalt, so auch auf dem Schreibtisch. Zur Liebe. Der Affe wird nachts gern zum leidenschaftlichen Partygänger und dabei versprüht er jede Menge Erotik. Dadurch wird er zum Herzensbrecher des Abends. Singles haben die Möglichkeit, 2018 den richtigen zu finden. Solltest du aber in einer Dreiecksbeziehung stehen, versuche, die dir wichtige Person richtig kennenzulernen. So bekommst du Klarheit und wirst die richtige Entscheidung treffen. Verheiratete sollten allzu engen Kontakt zu dem anderen Geschlecht meiden. So verhindern sie großen Ärger in der Familie. Zur Karriere und dem Beruf. Im Beruflichen arbeitest du hart an deiner Karriere und passt dich deinen unterschiedlichen Arbeitsbedingungen an. 2018 beeinflusst dein Wohlstand dich sehr positiv in deiner Karriere. Dein Engagement zahlt sich aus und deine Bemühungen werden honoriert. Dabei wirst du von jemandem in deinem Umfeld unterstützt. Und diese Person solltest du nicht übersehen. Doch für dein gutes Einkommen musst du in diesem Jahr hart arbeiten. Du bekommst die Gelegenheit für einen großen Sprung in deiner Karriere. Achte darauf. Deine Aktivitäten in einem anderen Bereich solltest du ausweiten. Dabei verbessern sich deine Aussichten in jeder Hinsicht. Die Gesundheit. Achte auf eine ausgewogene Ernährung und treibe Sport zum Ausgleich deiner beruflichen Belastungen. Genieße deine Mahlzeiten mit Gemüse und Obst. Nach den zurückliegenden, anstrengenden Zeiten sollte der Affe ein wenig mehr auf seine Gesundheit achten und etwas dafür tun. Aber du solltest nicht glauben, dass 2018 ein Unglücksjahr für dich sein wird. Du kannst es steuern, deinem Stress zu entfliehen. Unternimm etwas mit deinen Freunden oder mit deiner Familie. Gehe spazieren oder baue deinen Stress mit sportlichen Tätigkeiten ab. Du wirst merken, wie du dann wieder Kraft und Energie hast. Als nächstes Tierkreiszeichen kommt der Hahn. Bis dahin, herzlichst eure Diria.